Hallo, hier ist Anna. Heute reden wir über Hüftprobleme oder Hüftschmerzen, aber vorher möchte ich eine Frage von meinen Zuschauern beantworten zu meinem Video über richtiges Gehen. Der sagt, dass was da drin steht, nicht ganz korrekt ist, weil jeder Mensch ist anders, jeder hat seinen Muskeltonus, jeder hat seine Problemchen, zum Beispiel Plattfüße. Ja, das ist korrekt, aber ich zeige euch ja in meinem Video so, wie es sein sollte, damit ihr selber auch eure Fehler erkennt und auch beseitigen könnt, weil diese Videos, was ich euch mache, genau darauf fixiert sind, eure Muskeltonus wieder zu herstellen, eure Gelenke wieder herzustellen, weil keiner garantiert euch, dass wenn ihr zum Beispiel heute Plattfüße habt und keine Probleme und keine Schmerzen, dass es immer so bleibt. Weil meistens durch das Gelenk Fehlstellungen entstehen viel, viel später im Alter Probleme, so wie Arthrose zum Beispiel, danach Arthritis und so weiter. Deswegen, ja, es ist gut, dass ihr mit euren Plattfüßen keine Schmerzen habt, aber es garantiert euch keiner, dass es so bleibt. Deswegen, wer möchte, kann gerne meinen Rat befolgen. Wer nicht mag, bleibt einfach so, wie es ist. Ich habe euch schon über Halsmuskulatur erzählt, über Schultermuskulatur erzählt, wie wichtig sie sind, was sie alles leisten müssen, wie man die richtig pflegt und im Notfall auch behandelt, also zu Hause. Und heute gehen wir direkt zu dem Hüftgelenk. Und zwar deswegen, weil Schulter ist direkt mit Hüfte verbunden. Und zwar über sogenannte Golgi-Apparat. Golgi-Apparat befindet sich in unserem Kapselapparat, also an die Sehnen. Und Sehnen ständig Signale zu unserem Gehirn her. Das funktioniert so. Also Hüfte und Schulter sind immer diagonal verbunden. Also rechte Schulter ist mit linker Hüfte verbunden. Und Impulse, die wir zum Gehirn senden, gehen zuerst in unseren Rückenmark. Genau. Wenn es alles gut funktioniert, dann schaut es so aus. Golgi-Apparat von der Schulter sendet einen Impuls. Und Golgi-Apparat von der Hüfte sendet auch einen Impuls. Und im Rückenmark verbinden sich die zwei Impulse und gehen weiter zum Gehirn her. So, dann ist alles gut. Stellt ihr vor, wir haben ja über die Schulterprobleme gesprochen, dass Schultermuskulatur zu schwach ist, also wir haben eine steife Schulter. Dann wird Impuls, der von Schulter zum Rückenmark geht, ganz schwach sein. Und hier verbindet er sich nicht mit normalem Impuls von der Hüfte, sondern geht parallel dann zu dem Hirn weiter als einzelner Impuls. Und am Ende bekommt unser Gehirn zwei Impulse. Was denkt er? Er sieht ja nicht, was ist los. Er registriert nur diese zwei Impulse. Und passiert Folgendes. Dieser Impuls, der normalerweise ja, zu schwach ist, nimmt er als normal wahr. Und diese, die eigentlich normal wurde, nimmt er als überschießende Reaktion und reagiert dadurch mit dem Schmerz. So hat auch kaputte Schulter praktisch oder Muskulatur einen direkten Einfluss auf den Schmerz im gegenüberliegenden Hüftgelenk. Was sehen wir hier beim Gehen? Dass Mensch diese Schulter oder diese Arm gar nicht bewegt beim Gehen, so wie es sein soll, diagonale Bewegung existiert nicht. Der bewegt das nur minimal, vielleicht nur im Ellenbogengelenk oder gar nicht. Also vielleicht geht er hier normal und hier nur so. Und hat dabei aber Schmerzen im Hüftgelenk, nicht im Schulter, weil Schulter ist schon steif, da ist alles schon, wie gesagt, eingefroren. Und Hüfte schmerzt aber stark. Und natürlich wird die Hüfte behandelt, wird massiert, wird Physiotherapie gemacht, bis zur OP sogar. Und dabei fährt der Hüftgelenk eigentlich gar nicht. Problem liegt am Schulter. Und das ist sehr wichtig zu erkennen.
auch für die Therapie und weiteren Vorgehen. Zu Hause könnt ihr euren Gang analysieren, schaut vielleicht meine Video über das richtige Gehen. Da ist wichtig, dass praktisch eine Arm und eine Bein zusammen, also gegenüberliegende, zusammen nach vorne beim einen Schritt nach vorne sich bewegen und gleiche auf andere Seite. Wenn ihr merkt, dass eine Arm sich gar nicht bewegt oder bewegt sich nur ein bisschen im Ellenbogengelenk, dann habt ihr genau dieses Problem und vielleicht auch schon Schmerzen im entsprechenden Gelenk gegenüber. Das wird mich interessieren. Schreibt eure Kommentare, ob bei euch das der Fall ist. Dann müsst ihr alles machen, was ich schon über die Schultergelenke erzählt habe. Also lasst eure Hüfte in Ruhe dabei. Wir müssen dann Schultergelenk erst aktivieren, stabilisieren, die Muskeln richtig versorgen. Im anderen Video erzähle ich euch über andere Probleme, die zu Hüftschmerzen führen können, und zeige ich euch verschiedene Übungen für die Muskulatur in diesem Bereich. Wenn euch Video gefallen hat, bitte unterstützt mich mit Daumen nach oben, werde mich sehr freuen. Abonniert auch meinen Kanal unbedingt, damit ihr nichts verpasst. Ich wünsche euch, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.